Vegetarische. Ja, vegan, vegetarisch, das ist alles das Gleiche. Ja, Vegetarier essen Eier. Veganer essen nichts, was aus Tieren ist. Die essen nur Gemüse. Ja. Ja, ja, es gibt da echt feine Unterschiede. Ob da vielleicht so eine Schnecke über die, über den Salat auf den Acker gekrochen ist und hat er erstmal hingeschissen. Er kommt auch aus dem Tier. Ja, aber das ist doch keiner. Wer soll denn das essen? Die einen nennen Scheiße, die anderen nennen Kaviar. Ja, das lassen wir mal so stehen. Ist doch so. Two girls and one cup. Mhm. Ja, kennt glaube ich jeder. Ja, das Video würde ich mir sicherlich nie angucken. Da habe ich auch definitiv kein Interesse dran. Ich hab mal angerufen, Kummelmann, das Video musst du dir mal angucken. Hey, ich zeig dir mal was. Ja, lieber nicht. Ja, tut mir leid, sobald er irgendwie mit sowas kommt, da gucke ich schon mal gar nicht hin. Das Video schalte ich noch nicht mal an. Das hat man so oft schon bei mir versucht und ich hab so oft keine Videos gesehen, ey. So ein Blödsinn, ey. Die Alte ist in dem Video ganz schön angeschissen. Ja, denke ich mir. Naja, wer drauf steht. Es soll wirklich Leute geben, die wirklich drauf stehen, ey. Also, es wird sowas nicht geben. Tja. Ich glaube nicht, dass sie das machen, weil sie so genug Geld dafür kriegen. Wobei mir das auch nicht immer wundern würde. Wenn die dafür Geld kriegen würden. War das die Amis, die machen alles für Geld. Sicher, sieht man ja einen Präsidenten. Ja. Das sind so Themen für sich. Einer will Donald Trump als Präsidenten. Dann wird er hier gewählt und dann wird keiner gewesen sein. Tja, besser als wenn wir jetzt im September Donald Duck gewählt hätten. Ja, genau. Oder sagen wir mal so, Daisy Duck. Ja. Die haben wir doch als Bundeskanzlerin, aber wie war das? Ich entschuldige mich dafür, für diese Kommentare. Entschuldige mich, ich distanziere mich, ich kenne den Typen nicht. Den. Genau. Also Leute, wenn ihr mal zurückspult, ich sag da vorne, also es gibt viele Leute, die nicht so wirklich auf der Höhe sind. Da fehlt's irgendwo im Hinterstübchen. Wo andere Leute ein Hirn haben, haben andere ein Zimmer frei. Ach, hört man noch einmal wieder. Achtung, wie war das? Wenn man die Sirene hört, weil da gerade ein Krankenwagen vorbeifährt oder so, heißt doch immer, ey, da wird ein Zimmer frei. Ja. Dam, dam, dam. Man. Man, 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 man. Das ist der Starfurz. Der Starfurz. Ohne Scheiß, wenn du. Da sind wir beim Thema. Wenn du diese Alexa hast von Amazon, kannst du dir deine App draufladen, der Furzgenerator heißt. Hä? Mhm. Dann kannst du sagen: Alexa, spiel dir den Furzgenerator. Dann kriegst du einen Furz. Ja, mit der musst du sowieso ein bisschen vorsichtig sein. Hat doch einen Beitrag gelesen. Ah, die feiert Partys, wenn du nicht da bist. Genau. Alter. Alter. Ich war auch drauf und dran, mir so ein Ding zu bestellen, so den kleinen davon. Aber als ich das gesehen habe, habe ich gesagt, naja, lass mal lieber. Ja, dann kauf dir lieber ein iPhone. Hast mehr von. Dann hast du wenigstens immer dabei. Ich habe ein iPhone. Okay. Naja, das ist
Steht bei mir auf dem Dings drauf, steht iPhone drauf, ist ein weißes IP. Sind Zahlen drauf. Ist bei mir ein iPhone. Okay. Ein iPod habe ich auch. Kommt mal Frühstücksei dran. Überleg ein iPad, das auch. iPad? Ja, erzähl mir mal, wie das funktioniert. Oh, holst du ein Holzbrett und packst ein Ei drauf. Wie gesagt, ich kenne den Mann nicht. Ist das bisschen da nicht noch rein? Ja, das würde ich schon reinkriegen, aber bis ich unten bin, habe ich ja schon ein bisschen was abgepumpt. Hä? Köpfchen muss man haben. Oh. Also nicht im einen, in der einen Faust, sondern auch in der anderen Faust. Nicht hier, sondern auch hier, ne? Ja. So, habe ich jetzt irgendwo noch was stehen lassen? Keine Ahnung, ich fahre nicht zurück. Da ist nichts. Alles gut. So, wenn ich das. Ne, komm, aber das nächste auch gleich noch, dann ist das weg. Ja, so erstmal vielleicht mal leer machen. Ja, lass mich erstmal rüberfahren. Leer machen können, abkippen können. Das fällt ja nicht raus. Achtung, da ist ein Baum. Ja, das habe ich jetzt gerade auch gemerkt. Das Schneidwerk ist ein bisschen groß. Oh, was? Manchen schaffen. Hey, ja, nie. So, komm, reingeschüttelt. Ob ich? Da. So, mach leer. Ich hab, dass da alles reinpasst, aber ich verliere es auch noch. Ich hab noch 27, 26, 25, also es leert sich. Ja, ich hab nämlich 70%, jetzt leert sich. Ja, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, bin leer. Ja, ich bin noch nicht voll. Warum bist du noch nicht voll? Das ist doch Viertel nach 12. Ja, das frage ich mich auch mal wieder. Wenn ich mir so andere Leute ansehe, dann denke ich mir so, auf die Plätze fertig, besoffen. Druckbetankung. Ja, es gibt so Kandidaten, ne? Aber wenn ich mir so mal eben mein Nochschwager anguckt, wie er sich früher mal besoffen hat, Wodka mit Korn gemischt und ab in den Kopf damit. Ich glaube, das hat er bei der Familie, glaube ich, auch gebraucht. Und naja, was will man bei der Familie auch erwarten? Tja. Aber ein kleines, schmieriges Grinsen im Gesicht stehen gehabt, weil. Ich habe mein Papier, ja, das ist ja nur noch die Lohnsteuerausgleich, nee, Rentenversicherungsausgleich. Da hatte ich noch einen Brief gekriegt und dann musste mein Anwalt ausfüllen. Das wird dann hingeschickt zum Gericht und ich warte jetzt eigentlich nur darauf, dass sie nicht vor der kommt, einen Termin kriegt. Die Entscheidung. Hm. Und mein Anwalt fragte mich dann, weißt du zufällig, ob ihre Frau schon irgendwas gekriegt hat deswegen, wegen Rentenversicherung? Keine Ahnung. Weil anscheinend kommt sie nicht in die Pappe, sagt er. Ja, dachte ich mir nur. Ist nicht mein Problem. Nee. Nur, dass sie zusieht, sonst trete ich ihr in den Arsch, weil sie wollte das Ganze. Also darf sie auch mal mal Gas geben. Tja, da bin ich immer froh, dass ich nicht verheiratet war und den ganzen Rotz da durchmachen muss. Ja. Das ist nicht schön. Okay. Dann hatte ich gestern noch ein bisschen Zoff mit meiner Freundin. Ja, das ist nochmal normal. Die meinte von wegen, ja, keine Ahnung. Als wenn ich das irgendwie toll finde, dass die sich da Zeit lässt. Also meine Ex. Das so, willst du mir jetzt irgendwas einreden oder was soll der Scheiß? Mit der alten Welt nichts mehr und das wird nie wieder so sein. Ja, natürlich schön, wenn man freundschaftlich irgendwie was, aber das selbst das ist. Das ist bei meisten ist das so, dass das nah nix freundschaftliches wird. Also ich habe es aber meiner Ex auch gemerkt. Also das ist. Wird nix. Mein Sohn inzwischen, aber das wird nix. Das wird nie was.
Nee, definitiv nicht. Dafür hat sie auch zu viel Scheiße gemacht jetzt, bei der Trennung. Tja. Sogar, wann war das? Gestern oder vorgestern? Dann war ich einkaufen. Ich glaube gestern war das, gestern Morgen. Da hat mich da einer angesprochen, der hat uns damals da im Haus da die Fenster eingebaut. Mhm. Da hat mich dann angesprochen. Und dann sagt er, ja, scheiße, mit Schwiegermutter und Oma dazwischen hängen, ne? Mhm. Da saß was. Und dann fragt er mich, sag mal, ist deine Ex irgendwie krank oder so? Ich sag so, kann sein, weiß ich nicht, im Kopf bestimmt. Ach so, ne, hätte ja sein können. Ich sag so, guten Kontakt habe ich mit dir jetzt auch nicht. Ja, aber mit Frauen, also ich kann das jetzt so, also meine Ex, die hat sich ja derbs verändert. Also vom Körperlichen her sieht sie nicht mehr so aus, wie man sie kennt. Ja. Also das ist, ja, die ist auf, ich sag jetzt mal auf Schwäbisch, sie ist aufgegangen wie eine Dampfnudel. Also, ja. Dass das eventuell von irgendwelchen Medikamenten kommt, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht und möchte ich ehrlich gesagt auch nicht mehr wissen. Bei meiner jetzigen Freundin bin ich ja nicht so weit glücklich und die hat denselben Humor wie ich, versteht ihn auch. Und ja, das passt wie Arsch auf Eimer. Ja, ist so. Und das ist wirklich selten, dass du wirklich einen Partner findest, der wirklich denselben Humor hat wie du, der wirklich, ja, wo die Chemie einfach stimmt. Man kann sich zoffen und 5 Minuten später sagt man, ach komm, scheiß drauf, ist doch nur ein Streit und warum soll man denn da hier tagelang da auf einen auf Mucksch machen, weißt? Und ja, dann redet man sich ja mal kurz aus und dann war's das wieder. Ja, manche verstehen das halt nicht. Nee, es gibt echt Vollidioten, Männer wie Frauen. Also es ist genauso, wenn ich so drüber nachdenke, so meiner Ex. Das war ja echt schon fast. Naja, ich will nicht sagen, sie ist fremdgegangen, aber das war schon echt mit Ansage. Tja. Hast du echt noch Glück gehabt, dass du da sowas nicht miterleben durftest? Das ist echt so 2 Jahre vorher, weißt du, taucht das Bild von dem Typen, mit dem sie jetzt zusammen ist, auf Facebook auf und ich frage sie, wer ist das? Ja, das ist der und der, den kann man sich ja warm halten, falls man irgendwie Geburtstage hat, der kann ja Musik machen und so und. Warum, habe ich mir zu ihr gesagt, wenn ich Musik machen will, mal das Radio an. Ja. Ich kann für, einstellen, der mir Musik macht. Ne, und, so, und das war schon echt, wenn ich so nachhinein drüber nachdenke, klar, irgendwann habe ich gesagt, ach was. Ne? Aber heute denke ich mir so, das war echt mit Ansage, weil mit dem Typ ist sie heute zusammen. Tja. Da fühlt man sich ein bisschen verarscht, glaube ich. Also, nee, das glaube ich nicht, das ist sogar so. Tja. Und im Kurzen nach der Geschichte hat man dann geheiratet, ne? Ja, da fasst man sich dann auch an den Kopf. Selber nochmal. Ich war dazu eingewilligt. Tja. Ich hatte damals keine Ansage dabei. Geschichte kennst du ja, die möchte ich jetzt auch nicht im Video jetzt breittreten, weil ja, es ist halt passiert und ja. So, ich brauch mal keine, Gedanken machen, dass sie das Video sieht. Die interessiert sie nicht für das Spiel. Nee, nein. Das möchte ich jetzt nicht deswegen, sondern das muss ja jetzt nicht auch jeder Hans und Franz wissen. Erstmal Grüße an Hans und an Franz. Nein, ja. Das ist ja, das ist jetzt auch schon ewig lange her und ja. Und ehrlich gesagt, meine jetzige Freundin hat dasselbe Thema mit ihrem Ex-Freund auch durchgemacht und ja, sogar noch fast genauso schlimm wie ich. Also wir wissen beide, worauf wir gerne verzichten können. Und wir werden uns auch gegenseitig nicht betrügen, also weil wir ja auch wissen, wie der Schmerz ist. Und ich glaube nicht, dass sie das machen würde. Also, nö. Glaube ich nicht. Da bin ich ganz fest von überzeugt. Von fest von überzeugt. Ja, es ist ein bisschen doof, wenn man einen Hänger hat. Also, im Kopf.
Ja, weil ich auf YouTube, da darfst du nichts falsch sagen. Ja, das ist richtig. So, ich habe jetzt erstmal den Getreidespeicher. Auf die Silo-Erweiterung habe ich genommen. Gut. Erstmal 4. Warte mal. Auf jeden Fall ein bisschen mehr. Ich glaube, 6 Stück habe ich da jetzt hingehauen. Ja, das sollten, glaube ich, 6000 sein. Nee, das sind 10.000, glaube ich. Oder 100.000? Oh. Mal kurz gucken, wie viel Speicher ich jetzt habe. Auf jeden Fall passt da jetzt alles rein. Ja. Gut. Weil der war voll und ich habe jetzt in die Erweiterung reingehauen, die große Erweiterung und das ist voll auf. Gut. Ich muss ganz kurz selber gucken, wie viele Sets sind. Ich hab 6 Stück heute rein. Ach, das wird hier gar nicht angezeigt. Ich glaube 6 Stück habe ich da jetzt hingebaut. Das müsste erstmal reichen. 100.000 pro Silo. Und 6 Stück hast du da, 100.000, das sind 600.000. Da passt eine Menge hin. Jo, ist eine Menge Holz. Und in dem Fall eine Menge Mais. Ja, da kannst du alles reinfahren, ne? Ja, ja, ne, klar, aber es ist trotzdem eine Menge Mais, was man da reinfahren könnte. Naja, Alter, stell dir das mal vor, du verkaufst das. Boah. Ja. Was? Wo gibt's denn am meisten für Mais? Transportfirma, kriegst du 1340 für. Naja. Für Sonnenblumen, da kriegst du konstant jetzt mal 2800 Euro in der Mühle pro Liter. Pro 1000 Liter. Wir Getreide verkaufen und so können wir gut vom Getreide leben. Theoretisch ja, da brauchst du gar nichts anderes mehr. Aber ich habe ja immer noch das Spiel geschiedete Geld. Ja, mach das mal weg. Ja. Mach da mal so hin, dass es noch einigermaßen gut aussieht. Ah, wobei, ich sieht ja dein Kontostand, sieht ja hier keiner bei mir. Er sieht ja nur meinen Kontostand. Aber sonst lohnt sich das ganze Gedödel hier nicht. Nee, das ist wirklich. Wenn du so 10.000 auf dem Konto lässt, das reicht ja schon. Ja, meistens, wenn ich im Einzelplayer-Modus spiele, dann hier noch ein bisschen was und da noch ein bisschen was dazu und. Weißt du? Und dann ist das Geld doch schnell weg. Naja, deswegen, wenn man hart arbeitet, dann kriegt man auch Geld. Ja, dann tun wir sowieso. Toll? Ja. Also nicht ganz, aber 86%. Oh. Und bis ich hier oben wäre, wäre voll gewesen. Deswegen dachte ich, bleib hier vorne stehen. 86, das hättest du aber noch geschafft. Glaube ich nicht. Oh. Mais ist schnell voll. Oh. Ich bin jetzt einmal rum, ne? Und hab jetzt schon zweimal ausgeleert. Ich hab mir überlegt, ich besorg das große Band nochmal, das große Förderband. Dann können wir nochmal ein Feld mit Kartoffeln oder so machen. Und dann hauen wir die Kartoffeln alle in Paletten. Das können wir machen, das wäre eine gute Idee. Es gibt übrigens bei ModHub einen Gabelstapler. Okay. Ich glaube, ein Linde ist das, glaube ich, ein Linde-Stapler. Den könnten wir uns, wenn der Multiplayer fähig ist, könnten wir den hier reinhauen. Dann könnten wir das sogar mit dem Stapler machen. Hier, meinst du den Stapler, den hier in den Mods drin hast, hier in den runterladen kannst? Ja, genau. Ja, der hat aber, glaube ich, keine Gabel dran, der hat nur eine Schaufel. Der hat nur eine Schaufel? Ja, wir können gerne mal, ich kann gerne mal runterladen und testen, aber ich glaube, der hat nur eine Schaufel, weil der im Bild so abgebildet ist. Ach, warte mal, kann man da nicht diese Palettengabel vom Schlepper nehmen? Weiß ich nicht, glaube nicht. Weil da gibt doch da so einen Adapter für, wo du das überall ran machen kannst. Müsste man gucken, ob das geht. Weil ich glaube, diese Schaufel ist fest montiert. Kannst du nicht abbauen. Das wäre aber scheiße, weil dann gibt es einen guten Stapler da und da ist nur die Big Schaufel da. Naja, das ist mal diese Getreideschaufel, weißt du, die gibt's auch in Wirklichkeit bei diesen Getreidefirmen. Naja, das ist, die kenne ich ja, aber wäre ja scheiße. Ja. Müsste man mal gucken. Unterladen und testen. Ja, teste das nachher mal. Ja. Oh, nachher, ich glaube morgen vielleicht. Ja, ist ja nachher. Wenn du jetzt auf die Uhr guckst. Ja. Ja. Aber machen wir das Maisfeld noch fertig oder was? Das machen wir jetzt noch fertig. Gut. Aber wir werden wahrscheinlich nicht alles aufnehmen.
Wir sind jetzt fast über eine Stunde jetzt nur am Mais machen. Das ist wieder genau dasselbe wie im letzten Video. Ja. Wobei die Themen ein bisschen anregender sind.